I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming this. You all know, it's real. Has been I can tell. The early 1800s. Your generation so I can go back in time. For selfie expression. What if that girl isn't dead yet? I couldn't resist. The point can I save that her? The portraiture has always been a vital aspect of art and photography. I need to go to the bathroom quickly and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? I feel sick oder have to use the bathroom. I have to use the bathroom, würde ich jetzt mal einfach mal sagen. Ich hoffe mal, dass hier so schnell wie möglich jetzt, weil ne, mit der Zeitverzögerung ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, aber ich hoffe natürlich, dass es jetzt mit euch klappt. Wie gesagt, ihr könnt jetzt selbst mal ein bisschen mitentscheiden wieder, was wir machen. Ich fühle mich total schlecht. Oder ich muss mal ins Badezimmer. Was ich sehr, sehr geil finde, ja, bei dem Spiel ist es halt echt geil mit dieser, dass man halt die Zeit zurückdreht und so und alles. Und dann, das ist echt so richtig cool gemacht. Ich freue mich echt drauf, wie es noch weitergeht. Was? Bung in Echtzeit? Sick? Sick, sick, sick. Okay, sick. Viereck? Okay, sick. Physik. Physik. Okay, zweimal Sick, einmal Kreis. Also zweimal Viereck, einmal Kreis. Die anderen, was meinen die anderen? Nicht Kreis, was denn jetzt? Okay. Okay, dann machen wir mal Sick, warte mal, wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt 1, Viereck, 2, 3, nichts sagen, nichts sagen, okay. Ich glaube, das funktioniert nicht. Wir nehmen jetzt einfach mal. Wir nehmen das, was Lexchen gesagt hat und Underworld. Genau, Kreis nehmen wir jetzt. Kreis, ja. Guck, da kommt doch noch mehr. I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not gonna get away that easy. Nein. We can talk more after class. Shit. Is there anybody oh, here shit. Who knows Jefferson with that girl. Process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Yeah. Now you're totally stuck in the retro zone. Pow! Very good, Victoria. What if I rewind again and give him the right answer? Find detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype. Achso, jetzt kann ich es wahrscheinlich wieder zurückspulen, ne, oder? Kann ich es denn so weit zurückspulen, dass ich wieder zu der Frage komme? Ist es denn jetzt? Muss ich noch weiter zurück? Moment. Ne, ich glaube, ich muss noch weiter zurück. Was holt er zwei? Hä, was? Okay, wir sind, glaube ich, noch bei der Frage. Er muss uns, glaube ich, erst die Frage stellen. Ich hoffe, das klappt. Was? L2, dann R2 für schneller spulen. Ach so. Die Frage ist jetzt nur, wie weit spule ich jetzt zurück? Hihi. R1 zu skip. Die Frage ist jetzt, wie gesagt, wie weit spule ich jetzt zurück? Weil normalerweise wären wir ja jetzt bei der Frage. So wie er da steht, oder? Was heißt denn R1 skip? Skip heißt doch. Skip heißt doch überspringen, oder? Ich spule zurück. Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Haha, jetzt müssen wir uns beeilen, würde ich mal sagen. Ich nehme mal The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way zum Beispiel ein Anfang.
And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Where you'll be feted by the art world. It's great exposure and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. Jetzt haben wir natürlich die Zukunft geändert. I see you pretending not to see me. Max, you're not crazy. You're not dreaming. It's time to be an everyday hero. So, jetzt sollten wir uns mal schleunigst beeilen. Zum Badezimmer zu kommen. Oh nein, jetzt will er auch noch mit uns reden. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Oh, wegen der Tür von. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. I'm not sure I have one. Given your selfie output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't Dankeschön, Underworld. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Was? I see you, Max Caulfield. Don't even think about. Ja, Viereck. Photography's future stars. Dankeschön. Handing in her picture. Obwohl, Moment, John Lennon said, ja. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. Sie ist echt super drauf, sagt er. Und er glaubt an ihr. So. Das hat natürlich ganz schön viele Konsequenzen, wenn man so die Zukunft ändern kann. Das ist natürlich, wenn man schon weiß, wie die Gegenwart ist. Die Gegenwart. Oder beziehungsweise, wenn man weiß, wie die Zukunft ist und dann halt die Gegenwart ändert. Das ist so. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wir werden es sehen. Oh. Yo, Daniel. Nee, habe ich jetzt keine Zeit für. Ich muss ins Badezimmer, wir müssen sie jetzt retten. Wo ist die schöne Musik hin? Hey. So, Enter. Okay, Max, retrace every step. So, erst kam der Schmetterling, ne? Genau. Und dann haben wir Foto gemacht. Und dann kam sie rein. Er hat zwei Rennen. Okay, danke. Shit, was machen wir jetzt? Hey, geil! Da ist ein Hammer unten. Nein! Ich muss zurückspulen. Shit. Shit. Ach, ich hab den Hammer schon, ne? Mann, nein! Shit! Wie kann ich denn zuhauen? Wow, das war noch gerade mal gut gegangen. Ja, und der Punkt wandert immer weiter. That did not happen. Cannot be real. Nein, das wollte ich gar nicht. What the fuck is going on? Do not freak out. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Watson. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job.
Der ist aber nett, der Security-Mann. Dein Gesicht sieht so ein bisschen aus, als hättest du was angestellt, hat er gerade gesagt. Das ist natürlich super. Ich beeile mich. La, la, la. Hold on, Max. Come back here. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You could always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Okay. Halt. Sollen wir ihm Ich sag's ihm. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott? You sure? Yes. He was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you going to bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? Nicht, after what I told you? Nicht spoilern, Underworld. Later, in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Coffey. Of course this academic drone won't do anything, since the Prescott family owns Blackwell now. Okay, wir können uns jetzt... Wir könnten natürlich jetzt zurückspulen und natürlich das Ganze nochmal, weil anscheinend irgendwie interessiert es ihm nicht. Und wir können ihn natürlich jetzt auch anlügen, wenn wir jetzt zurückspulen die Zeit, wenn wir nochmal zurück in die Vergangenheit gehen. Die Frage jetzt an euch, sollen wir es nochmal tun? Sollen wir ihn anlügen? Sollen wir sagen, nee, ich habe nichts gesehen, ich habe nichts getan, ich wollte einfach nur raus, keine Ahnung, nee, da war keiner mit einer Waffe. Ja, er glaubt uns nämlich irgendwie nicht und er hat uns jetzt auch bestellt beim nächsten Mal dann, dass wir bei ihm mal vorsprechen. Jetzt wie gesagt, eine Frage an euch. Ja, halt mal die Klappe. Sollen wir... Achso, ja genau, das habe ich auch, genau, die Familie von dem Typen ist angeblich, ja, hoch angesehen und er ist der, ja, Student schlechthin und nein, das glaube ich nicht und der wird wahrscheinlich so viel, die Eltern werden wahrscheinlich so viel hier dem gesteckt haben, dass er so gut über den redet, wahrscheinlich über den Studenten und deswegen wird er wahrscheinlich nicht dran glauben, dass der sowas machen würde. Finde ich eine geile Geschichte bisher auf jeden Fall. Macht eine Menge Fun. Die Frage ist dann auch, sollen wir, wie gesagt, vielleicht nochmal zurückspulen? Sollen wir ihn nochmal anlügen und sagen, nee, du, das war nicht gut, das ist... Ja. Zurück und lügen, sagt Lexchen. Was sagen die anderen? Sollen wir es tun? Ja, wie gesagt, nicht spoilern, nicht schreiben so von Dings hier. Der hier irgendwie, das interessiert den Scheiß. Das war Spoilern, war das. Das interessiert den Scheiß, waren Spoilern. So, Underworld sagt auch Lügen. Was meinen die anderen? Sollen wir es nochmal zurückspulen? Dann spulen wir nochmal zurück und lügen nochmal. Also wenn ich jetzt überlege, wenn ich in der Situation wäre, würde ich, wie gesagt, ich würde es auch sagen, aber wenn er dann wirklich so sagen würde zu mir, hör mal, das würde ich dem nicht zutrauen und so, ich glaube, ich würde dann auch zurückspulen und lügen. Ja. Und, ich glaube, wir lügen. Ich glaube, wir spulen nochmal zurück und lügen. Wie war nochmal schnell spulen? Achso. Moment. Und jetzt? Habe ich zu weit gespult? Was ist denn jetzt? You look a little stressed out. Ah, okay. Are you okay? I'm... Skip mir das mal. Hide the true report, Nathan. So, lügen wir mal. Prost. I just got sick in class.
female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's Just class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. And you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with class. Please. Okay, sie hat halt jetzt gesagt. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Diese Aktion hat Konsequenzen, stand gerade oben. Aber jetzt benachrichtigt er deine Eltern. Ja, wir haben gerade gesagt, ja, ich fühlte mich nur scheiße und so und bla bla bla, halt Mädchengerede auf der Toilette und deswegen, und er glaubte ihr das auch ein bisschen nicht und jetzt wird halt die Eltern da informiert und so. Es ist sehr geil, vor allem wie man's macht und wie man's dreht, das ist so, ja, wenn man wirklich die Kraft hätte, sowas zu entscheiden, das ist echt, ich weiß nicht, also sollen wir vielleicht nochmal mit ihm reden, ich rede nochmal mit ihm. Alles klar, gut, schauen wir ihn mal an. Principal Wells always looks so distracted. I can never figure out what he's thinking. Okay. Does he hate me? Hasst er mich? So, geh mal raus zum Campus. Aber ich finde es bis jetzt ein sehr geiles Spiel. Gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, es kommt noch mit deutschen Texten. Bitte, Square Enix. Bitte, macht es noch mit deutschen Texten. Bitte. Ich freue mich, dass ich euch mitnehmen kann auf diese Reise. Hier in der Let's Play Live Show. Ich würde denen in die Eier treten. Sei zurückdrehen und nochmal und nochmal und nochmal. So, da sind wir schon am Campus. Und es sieht wirklich sehr, sehr nice aus. Also hat einen sehr geilen Stil. Gefällt mir sehr gut. Und da gibt es schon wieder diese Rachel Missing Poster Amber. Von Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to sie her. Sieht so glücklich aus und hoffnungsvoll auf dem Foto, sagt sie gerade. Mein Gott, Wahnsinn. So, und hier noch mehr. Posters over posters? Somebody really wants to find Rachel Amber. Ja, die wollen wohl wirklich halt Amber finden und Poster über Poster. I would so be there if a Sasquatch actually did battle a Razorback. Mr. Academy Bane, Bigfoot vs. Razorbacks, das ist glaube ich Football Team, The Bigfoots vs. Razorbacks. Oktober, den 2. Oktober, wenn ich das richtig sehe, um 7 Uhr gibt es wahrscheinlich das Match. There's Hayden in his Vortex Club harem. He sure is living the dream. Living a dream. Hey, Hayden. There she is, the retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Post? Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. Hang with the walk, with the Vortex Club. Oder wir denken nicht so. Was sollen wir denn machen? Sollen wir wirklich mal mit dem Vortex Club abhängen? Oder sollen wir es nicht tun? Was steht nämlich ganz zum Schluss, finde ich gut. Ach so, steht zum Schluss. Okay, super. Wir können jetzt, wie gesagt, mit dem Vortex Club abhängen oder sollen wir es nicht tun? Das ist jetzt eure Entscheidung. Was wir machen. Ich schau mal eben, wer auch alles da ist. Boah, mein Gott, ist das wieder voll hier in der Let's Play Live Show. Mein Gott, danke für alle, die da sind. Vielen, vielen Dank. Ihr seid echt die geilsten. Finde ich echt super. Wie gesagt, dass ich euch das auch zeigen kann und alles und dass ich euch da mitnehmen darf, das ist super. Vielen, vielen Dank dafür. So. So, abhängen.
Klangkasper schreibt abhängen. Guck, machen wir mal was. Klangkasper meint, wir sollen abhängen. Dann machen wir das mal. Weil wir ja gerade, ich glaube, vorhin hatten wir auch ein bisschen was von Anna gehabt und dann Lexchen. Und jetzt machen wir mal Klangkasper abhängen. Hang with a Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh yeah, and she was hot. Okay, also die Rachel, die da vermisst wird, sie war halt, also ja, er sagt, sie sah echt super aus und so. Und wir können jetzt weiter fragen, did Victoria like Rachel? Victoria, ob Victoria Rachel mag, what happened to her? Was ist mit ihr passiert? Rachel was in the Vortex Club, war Rachel halt in dem Vortex Club gewesen? I'm more confused, talk later, also sprechen wir später mit ihm. Ich würde doch schon gerne mehr rausfinden, was mit ihr passiert ist, meiner Meinung nach. Ich weiß ja nicht, wie ihr da so, was ihr davon haltet. Und ich sehe gerade auf der Uhr, wir haben schon eine ganze Stunde gespielt. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle jetzt erstmal eine Pause. Und ihr könnt währenddessen mal schreiben, wie es weitergeht. Also, was wir da antworten sollen. Viereck. Wisst ihr was, wir machen das jetzt noch eben zu Ende, dann machen wir gleich die Pause. What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. Ich kann das kaum erkennen, was steht denn da? Dieses Weiße auf Weiß, das ist ein bisschen blöd. Did Victoria like Rachel ist immer noch... Ah, okay, das sind immer noch dieselben Fragen. Okay, fragen wir mal, mag Victoria Rachel? Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. Ich mag sie halt anscheinend nicht so besonders. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. Okay, sie war also zu cool für den Vortex Club, sagte er gerade, und sie war in ihrem eigenen Club gewesen. So. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. Vorhin kam so ein Armin, kauft das nicht in 30 Minuten. Uninteressant, was die schreiben. Jedem, wie es mag. Ja, dem einen gefällt es, dem anderen halt nicht Underworld. Also, wie gesagt, ich gebe nicht auf sowas, auf solche Meinungen. Ich versuche mir das so ein bisschen selbst so zusammen zu friemeln hier, wie die Story ist. Und ich hoffe natürlich, wenn es auf Deutsch, ich verspreche es natürlich hoch und heilig, wenn es auf Deutsch gepatcht wird, wenn deutsche Texte zukommen, werde ich es natürlich nochmal mit euch zusammen spielen. Von Anfang bis Ende, versprochen. Jetzt natürlich leider auf Englisch, ich kann es nicht ändern. Müssen wir es natürlich machen. Nate has his extreme moments, but don't we all? I don't know yet, Hayden. Talk to you later. Let's talk later, Hayden. Bye, Hayden. Bye, Max. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Er ist auch so ein bisschen von sich selbst eingenommen, oder? Meine ich das nur jetzt so ein bisschen? Wer ist das denn da hinten? Das ist Jack Nicholson? So ein bisschen auf dem Foto. Sieht so ein bisschen zumindest danach aus. Ja, ich würde sagen... Okay, die spielt mit ihrem iPad. Ich würde sagen, wir machen jetzt... hier an der Stelle machen wir jetzt erstmal eine Pause. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt eine Stunde gespielt. Machen eine kleine... Okay, ich habe gerade eine E-Mail bekommen. Oder... oder beziehungsweise eine SMS. Hallo, so schick kann ich nicht lesen. So, hi Max, Flashback, hallo, Raid.
Eagle Lot looking cool, you see. My camera will be ready, see you shortly, I hope. Okay, sie wollen sich wohl irgendwie treffen und wegen Fotos schießen und sowas alles und ja, ja, hope you soon. Alles klar. So. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Was setzt sich hin? Okay, man kann sich hinsetzen. Ich setze mich hin. Oder? Nein, kann ich nicht. Was? Oder kann ich mich bei denen beisetzen hier? Bei denen kann man sich hier zusetzen? Geht das? Kreis drücken. Am Brunnen? Achso, am Brunnen, okay. Am Brunnen kann man sich hinsetzen. Seat, okay. Setzen wir uns mal ein bisschen hin. Und, ja. This day has been so insane. Ihr genießt. Is happening too fast. Ihr genießt das mal ein bisschen und wir machen ein klein wenig Pipi und Pupo Pause. Bis gleich.